Und es liegt hier überall Schnee. Zu dicke Arme. Den hier nehmen wir mit. Neuer Tag, neues Glück. Wir sind hier gerade beim Frühstück. Wir haben ein Auto, was wir uns gleich für einen Kollegen anschauen. Der wollte, dass wir das mal für ihn inspizieren. Das wird eine ganz schnelle Nummer. Und danach haben wir zwei, drei Autos, wo ich finde, die sind sehr, sehr interessant. Das heißt, es wird spannend. Wir wissen auch heute Abend noch gar nicht, wo wir schlafen werden. Aber das macht ja auch irgendwie den Reiz aus. Wir schauen uns mal hier ein ehemaliges Cop-Car für einen Kumpel an. Der hatte mich darum gebeten, weil wir gerade in der Nähe sind. Gucken wir mal, was wir daraus machen. Das Fiese ist, das Auto war ein Hundetransporter. Ach, so riecht der aber auch. I tried to put this thing back to stock. That's what so, he told me, yeah. Mirror covers, backseat, center console. Okay. I replaced all the body panels inside that had holes drilled in them. Yeah, engine runs pretty good, huh? Yeah. AC works? Yep. Okay, cool. Alright, the gearbox is leaking. That's been rebuilt, so that's why it's all clean and shiny. Okay. New fitment arm, either arm, new transmission shift cable because it wouldn't go into park when I bought it. Oh, okay. So that's all been replaced. So you got it from auction or? Yeah. Okay. Good, okay. Let me make a video and then I think we're good. Haben wir meinem Kumpel jetzt gerade zugeschickt, der hat sich die Bilder angeschaut und vor allem auch das Video, das war für ihn sehr hilfreich, zumal ich ihm eine Expertise geben konnte, wie das Auto drin riecht und das ist ja auch immer so ein Punkt, das kann man weder auf Bildern noch auf dem Video einfangen. Aber damit sind wir jetzt fertig, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall auf die Suche nach Klassikern machen, weil die wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, ne? Wir sind auf dem Weg nach Reno und ich dachte mir, wir machen mal einen kurzen Zwischenstopp, damit wir euch mal zeigen, was für Strapazen wir auf uns nehmen, nur um Autos mit nach Deutschland zu bringen. Wie ihr hinter mir erkennen könnt, sind wir hier sozusagen in den kalifornischen Alpen und aus 15, 16 Grad in Stockton sind mit einmal 5 Grad geworden und es liegt hier überall Schnee. Aber das können wir euch nicht vorenthalten, was für Strapazen und was für eine harte Arbeit hier das ganze Geschäft mit sich bringt. Wir fahren jetzt weiter und steigen wieder ins Warme ein und dann schauen wir uns mal die Autos an, die wir dort vorfinden werden. Yeah. Hey. Yeah. Hey. Sorry. Yeah. Crystal. Hey Patrick, nice to meet you. Nice to meet you. That 250, right? That was on my list. The black one. The black one, yeah, the chicken truck. No, it wasn't the chicken truck. Oh, the tan one, yeah. Yeah. Yeah, but, oh yeah. The one. No, I didn't need chicken trucks. So Leute, wir sind in Reno angekommen und wir würden euch gerne mal zeigen, was wir jetzt hier vorgefunden haben. Wir kaufen hier mehrere Autos vom Grundstück, das hat einfach damit zu tun, der Vater ist verstorben und da haben wir gesagt, wir kommen mal vorbei, schauen es uns an und schauen, was wir mitnehmen wollen. Also wir haben hier den 56er Bel Air mit einem V8 Motor. Wenn das alles so ist, wie es den Anschein macht, haben wir hier einen 283er. Es ist ein Viertürer mit einer Automatik. Wie ich persönlich finde, sind die 56er die schönsten Jahrgänge, gerade wenn der Farbstreifen über alle Seitenelemente geht. Zu dem Auto hier ist zu sagen, das steht hier schon etliche Jahre. Das sieht auch schon so aus. Wenn man sich das so ein bisschen genauer anschaut, hat der ein paar Roststellen und auch teilweise dolle Roststellen, gerade hier an der Seite und auch die Stoßstange, die ist hinüber.
Aber wenn wir uns den Rest mal anschauen, dann sieht man, dass es einfach hier wirklich von der Sonne runtergebrannt. Hier sehen wir überall die Grundierung. Hier die seitlichen Stellen sehen alle super aus. Das ist alles fest. Die Schweller sehen super aus. Das passt. Hier haben wir auf jeden Fall ein bisschen Spachtel. Hier hat schon mal jemand seine Künste verewigt. Der hat hier schon noch ein bisschen Rost. Also der ist hier ein bisschen mehr angegriffen als die anderen. Aber hier vorne sieht er wieder gut aus. Hier ist er ein bisschen weggeplatzt. So dicke Arme. Ah. Das ist wirklich hier ein sehr großes Überraschungsei, denn wir kommen auch nicht in den Kofferraum. Das bedeutet, im Kofferraum könnten jetzt Goldschätze versteckt sein. Es könnte aber auch eine Leiche drin sein. Was garantiert drin sein wird, wird irgendein Müll sein. Guck mal, der hat hier unten ein Feld zu hängen, ne? Was ist das? Das ist ein Schwein, ne? Ganz cool, Black Plates. Und wir sehen, den letzten Stempel hat er bekommen, 1985. Ich bin Jahrgang 86, das bedeutet, das Auto ist länger abgemeldet, als ich alt bin. So, jetzt gehen wir mal weiter, gucken uns das hier mal an. Da habe ich schon gefragt, die sind leider nicht zu verkaufen, das sind originale Highboys, aber da möchte die Besitzerin die gerne noch weiter behalten. Aber den hier nehmen wir mit. Das hier ist ein Ford F250 mit dem Y-Motor. Das sind die typischen Y-Motoren, die in den 50ern bei den Ford Pickups verbaut worden sind. Der hat jetzt hier noch einen Edelburg-Vergaser. Der wurde auch zugecovert, das ist eigentlich ganz gut. Aber wenn wir uns auch hier so die ganzen Bleche anschauen, die ganzen Falzen und sowas, dann sieht das schon alles ganz gut aus. Der lief wohl das letzte Mal vor 10 oder 11 Jahren. Muss ich mal aufpassen, weil es hier irgendwie so Stachelmonsterbüsche gibt. Was speziell an diesem Auto allerdings ist, es ist ein Flatbed. Das bedeutet, der ist hinten flach, der hat eine Holzladefläche, die ist auch nicht mehr schön, die muss erneuert werden. Wie ihr seht, haben wir hier einen netten Kollegen, der mal schaut, was wir hier so machen. Wir haben alle die Stepsides, wir haben alle die Longbeds, aber wir haben selten ein Flatbed. Und warum nehmen wir nicht einfach mal etwas mit, was keiner hat? Weil vielleicht gibt es ja jemanden, der genau sowas sucht. Ne? Die typische Schwachstelle sind hier nämlich die Endspitzen. Hier haben wir so ein bisschen Ansatz, also aber das ist völlig in Ordnung. Wir schauen mal auf der anderen Seite nochmal. Da zeige ich euch ja auch nochmal, wie das hier aussieht. Die Trittbretter sind in Ordnung, die sind fest. Hier haben wir eine kleine Roststelle und wie gesagt, die Endspitzen, die sind super. Radhäuser, Radschalen sind auch gut. Hier am Dach hat er mal irgendwas bekommen. Wer weiß, vielleicht ist hier was raufgefallen. Da sieht man, da hat es ihn so ein bisschen verbeult. Aber das ist... Das ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Ja, das ganze Auto ist komplett. Die Scheiben sind kaputt, links und rechts. Die kriegt man relativ günstig. Also der ist von der Grundsubstanz wirklich ein solides Auto. Was wir hier für durchmachen müssen, das stand nicht im Arbeitsvertrag drin. So, wir zeigen euch mal hier das dritte Auto. Das ist ein Edsel. Das ist eine Produktion von Ford gewesen. Viele werden es kennen, manche nicht.
Das ist leider so ein gescheiterter Versuch gewesen, eine zweite Marke zu etablieren. Wenn man sich das Auto mal von vorne anschaut, ich meine, in den 50er Jahren hat man wirklich teilweise sehr pompöse, sehr schöne Autos gebaut. Aber wenn wir uns die mal anschauen, dann müssen wir zugeben, er ist sehr besonders. Sagen wir es einfach so. Aber nichtsdestotrotz ist es so, wir sind jetzt hier, wir schauen uns das Auto an und dabei schauen wir uns auf jeden Fall mal die Zierleisten hier an. Die Zierleisten sehen hier unglaublich gut aus. Der Spiegel ist in einem schönen Zustand, das Chrom sieht teilweise aus wie neu. Also das ist gar nicht zu glauben. Hier hat er so ein bisschen Flugrost an der Ablaufrinne, aber auch hier, das ist alles wunderbar. Ne? Das hat hier keine Beulen, hier ist eine ganz, ganz klitzekleine Delle, das ist wirklich gar nicht groß zu beachten. Hier, das sieht wunderbar aus, die Lamellen. Die Heckscheibe ist nicht beschädigt, die sieht wirklich super aus. Hier haben wir leider so eine kleine Stelle, wo einfach das Glas kaputt ist. Auf der Fahrerseite ist es genauso, aber das passt. Groß genug ist auf jeden Fall der Kofferraum, dass du hier zwei Leichen locker verstecken kannst. Aber es riecht halt hier nicht so schön. Na, ja, aber die Seitenbleche sehen super aus. Also gespachtelt ist er und erst mit der Spraydose lackiert. Aber wir nehmen den mit. So, wenn wir uns das hier anschauen, typischer Ford-Motor. Ob der läuft, werden wir dann sehen, wenn wir den in Deutschland haben. Wir werden den jetzt hier nicht starten, das ist bei den anderen genauso, sondern die werden dann nur mit einem LKW abgeholt, aufgeladen und dann gucken wir, was wir in Deutschland damit machen. Da braucht bestimmt eine Batterie, frischen Sprit wollte auch brauchen und dann schauen wir mal weiter. Chrom auch hier vorne sieht wunderbar aus. Hier hat er so ein bisschen Pickelchen. Ja, also das ist wirklich... Selten ein Auto, was so lange irgendwo stand, mit so schönen Leisten gesehen. Ne? Auch hier sehen die Zierleisten super aus, wirklich. Auch der Spiegel, wenn wir da mal rüber gehen. Also ich würde sagen, das hat jemand neu angeschraubt, aber nee, ist nicht so. Zum Lack ist zu sagen, der wurde mal mit der Spraydose lackiert, so sieht das leider auch aus. Oben hat die Sonne ihr Übriges getan. Unten sieht man noch so ein bisschen den kräftigen Gelbschimmer. Hier die Zierleisten wunderbar, Lamellen wunderbar. Hier haben wir gar nichts, wirklich gar nichts. Und das ist, also das freut mich wirklich, weil das sieht man selten so. Stoßstange hinten ist leider so ein bisschen ausgeblichen, die müsste man neu verchromen. Vorne sind die lackiert worden. Wenn wir uns das Interieur anschauen, die Instrumente sind alle da, die Kurbeln sind alle da. Also hier hat man keinen Stress, ne? Wir gehen jetzt rein, sprechen alles ab und dann gucken wir, dass die Autos hier schnell abgeholt werden und zu uns nach Deutschland kommen. Wir sind jetzt fertig. Die drei Autos kommen auf jeden Fall mit nach Deutschland. Wir suchen uns jetzt was zu essen, haben da noch 5 Stunden vor uns. Das heißt, der Tag ist noch lange nicht vorbei. Aber morgen geht's weiter und da sind wir selbst gespannt, was wir da für euch entdecken und vielleicht sogar mitnehmen. Ne? Also, seid gespannt.